Also Nigel, die junge Generation ist einmal vor einiger Zeit entstanden, als unser Vater eigentlich sich ein bisschen zurückgelehnt hat und uns das Ruder übergeben hat und wir das erste Mal Wein gemacht haben. War für uns auch wichtig, dass wir in die Welt hinausschreien, die Jugend ist jetzt da, wir sind da, und haben dann gestartet mit neuen Etiketten, neues Logo, modernen Wein zu machen. Ist eigentlich das Schöne, dass sie alle Gesellschaftsschichten irgendwo treffen und miteinander plaudern und auch an der Schank stehen, gemeinsam da ein paar Stunden verweilen und den Stress einfach vergessen, einen schönen Garten genießen, ein Glas Wein und vielleicht ein gutes Essen. Relativ rasch gemerkt, dass wir dann im Keller einiges an Technik umstellen müssen und haben das dann auch gemacht mit moderner Kühlung und modernen Stahltanks, irgendwo auf die Weinlinie der Zukunft hereinzugehen. Und ja, das ist uns recht gut gelungen eigentlich. Siebenmal im Jahr für 2 Wochen geöffnet und außerhalb der Aussteckzeiten öffnen wir auch gerne ab 50 Personen für Geburtstage, Firmenfeiern, Hochzeiten, für jede Festivität. Ja, was zeichnet uns an Neuing aus? Ich sage jetzt einmal die Kinderfreundlichkeit vorweg. Die Eltern haben ein bisschen Zeit, sich zum Entspannen, während die Kinder im großen Kinderspielplatz spielen. Natürlich auch die jugendliche Frische, was bei uns im ganzen Betrieb zu spüren ist. Die Lässigkeit ist einfach, wo man sich da einfach daran fühlt als Gast. Der meiste Spaß im Weinbau ist eigentlich, dass es ein sehr abwechslungsreicher Job ist. Man ist vom Weingarten mit der Natur verbunden, man hat mit Leuten zu tun, man ist in der Gesellschaft und es ist einfach ein schöner Job. Es ist Natur und die Technik dazu, jedes Jahr die Herausforderung, dass was Neues entsteht, was von uns angewachsen ist, von mir mitgearbeitet haben, das ist schon was Tolles.